Hallo nochmal bei City Skylines Turnable. Wir haben ja immer noch das Problem mit den Waren, die nicht an den Mann gebracht werden. Hier ist ein bisschen Müll, da ist ein bisschen Kriminalität. Aber das Hauptproblem ist das hier, die verwaisten Gewerbegebiete. Und ich glaube, ich brauche also normale generische Gewerbegebiete. Und darum werde ich in Ockholm einfach mal die Richtlinie ausschalten, dass hier Landwirtschaft betrieben werden soll. Und ich mache hier ein normales Gewerbegebiet raus. Dann hoffen wir, dass das hilft. Und dass der Verkehr hier nicht zu schlimm ist, als dass das noch groß was bringen würde. So, weil hier haben wir auch die beiden Lagerhäuser mit kommerziellen Gütern. So scheußlich viel ist da allerdings nicht drin. Die Frage, ob wir das hier voll machen können. Wo es geht eigentlich, sind nicht mehr so viele, die nicht beladen werden. Also scheinbar der Bahnhof hier scheint zu helfen. Das ist nicht schlecht. Ich meine, hier haben wir immer noch zwei, drei. Und wir haben schon einige von den Einige von den Offices, die hier schon tatsächlich jetzt besiedelt sind. Ich habe hier noch einen Tunnel gebaut unter den Eisenbahnschienen durch, damit die Leute aus Goldebeck zur Uni kommen. Ja, und wir brauchen aber weiter Gewerbegebiete. Das ist ein bisschen merkwürdig, zumal die ja gleichzeitig immer noch keine Produkte kriegen hier. Also vielleicht warten wir erstmal, bis die alle Produkte haben. Und dann können wir hier vielleicht ein paar neue bauen. Das ist hier alles sehr dicht. Können wir schon mal hier so einen Platz reinbauen, Marktplatz oder sowas. Damit wir hier haben wir keinen Marktplatz. Hier haben wir einen wahrscheinlich, ne? Da, das ist ein Marktplatz. Dann bauen wir mal hier dran und dann können wir hier noch ein kleines Gewerbegebiet reinmachen. Können wir hier noch irgendwas hinbauen? Oh Gott. Das ist Zentralpark, okay. Ist alles zu groß. Mal gucken, was haben wir denn hier bei diesen Baudenkmälern? Asienladen. Okay, machen wir hier mal unser kleines Asienviertel. Nudelrestaurant. Oh, großartige Stadt. Danke. Wunderbar. Müllumschlagsanlage, Müllverbrennungsanlage, Überlandbusterminal, Bus-U-Bahn-Hub und wir können das riesige große Recycling-Center bauen. Sehr schön. Einzigartige Gebäude. Aha. Jo, okay. So, Asia, Ramen-Restaurant, könnten wir hier hinbauen. Was ist das? Tankstelle und Restaurant, okay. Drive-In-Restaurant und ein asiatisches Drive-In-Restaurant, wo auch immer da der Unterschied ist. Okay, also, naja, das sieht jetzt nicht so spannend aus hier, aber wir werden das einfach noch ein bisschen aufhübschen mit ein paar Bäumen und so und dann soll das auch funktionieren. So. Hm.
So, wunderbar. Ein paar mittelgroße Bäume rein hier. So. Okay. Das sieht echt nicht schlecht aus hier. Und noch hier ist direkt ein Krematorium und trotzdem liegt hier eine Leiche rum. Wenigstens Waren werden hier angeliefert. Und wir haben jetzt hier auch wieder ein bisschen. Also hier brauchen, glaube ich, die Lagerhäuser also zumindest keine zwei sein. Das zweite können wir mal woanders hin tun. Hier zum Beispiel. So. Oh. Okay, Goldebeck hat noch keine Feuerwache, fällt mir gerade auf. Fire Department. Zack. Und eine kleine Polizei ist zwar noch nicht nötig, aber nur für den Fall, dass irgendjemand was verliert und jemand anders das findet und als gefunden melden muss. So. Wie sieht der Verkehr aus? Auf 69. Wir sind besser geworden. 6 Punkte besser als bevor wir hier die Bahnlinie verlegt haben. Das ist doch schon mal gut. So, aber das hier gefällt mir nicht. So, machen wir das mal so. Irgendwie fahren hier ständig Autos rein. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Vielleicht suchen die Parkplätze. Wir hatten doch hier irgendwo noch diese Kopfsteinpflasterstraßen. Nehmen wir die doch da rein. So. Die ist auch für. Oh, der ist tatsächlich hier durch, da auf den Parkplatz gefahren. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich wusste nicht, dass das geht, aber gut.
Was auch immer ich gemacht habe, es scheint das Problem behoben zu haben. Sehr gut. Ja, keine Güter drin, dafür Müll. Das haben wir gerne. Gut, wollen wir mal gucken. Wir können hier so ein Mülldingens bauen. So, schauen wir uns mal. Schauen wir uns mal die die Nahverkehrslinien an hier. Zwei Regionalbahnen und zwar das. Machen wir mal die Nordbahn. So. Ja, also was die Passagiere angeht, das wird gut angenommen. Das gefällt mir. Studentenjahrbrick, Coconut-Shoes. Coconut-Shoes, okay. Haben die erfunden. Können wir gleich mal wieder neuen Auftrag geben hier, auch wenn wir längst nicht genug Studenten haben für die nächste Stufe. Und hier gucken wir uns das noch mal genau an. Kann nicht importiert werden, muss lokal produziert werden. Okay, wie produziert man denn Glas? Fiberglasfabriken produziert. Okay, Glas kann nicht produziert werden. Plastik. Plastik wird von Naphtha-Cracking-Werken und petrochemischen Werken produziert. Kann nicht importiert werden. Kann gegen Geld exportiert werden. Okay, also Plastik und Glas müssen wir scheinbar selber herstellen. Supi-dupi. Hier landwirtschaftliche Produkte. Das heißt, ich brauche mehr generische Industrie. Das ist das eigentliche Problem. Ich bin zu spezialisiert hier. Dann bauen wir hier mal mehr generische Industrie hin und hoffen, dass die Glas und Erdöl machen, damit unsere Fabriken funktionieren. Ich hoffe, ich muss kein extra Ölgebiet hier noch machen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ein weiteres Problem ist auch, dass momentan überhaupt gar kein Bedarf an Industriegebieten besteht und wir mehr noch so Wohngebiete brauchen, wie hier zum Beispiel. Das, ich meine, das ist das nicht sogar Öl hier? Nee, das ist Erz. Okay. Wir haben ja überall Rohstoffe, aber nicht wirklich. Nicht wirklich den Bedarf an Industrie.
bauen wir das mal weiter durch und dann bauen wir da an der Küste mal so ein kleines Fischerdörfchen. Auch wenn das wieder eine neue Industrie ist, die wir momentan gar nicht brauchen. Okay. Da ist ein Pfeiler im Weg von der Bahnlinie. Also das hier wird schon mal wieder ein Park, glaube ich. Mit der Burg am Meer und so. Die Hickory-Wiesen. Weiß ich nicht, ob mir der Name gefällt. So. Dann hier kommen natürlich. Das ist jetzt natürlich die Autobahn und sogar die Eisenbahnlinie ein bisschen nah im Weg. Aber trotzdem ist das Meergrundstück. Hier können wir Tourismus machen, direkt am Meer. So, und dann brauchen wir hier natürlich noch mehr Wohngebiet. Und dann machen wir hier gleich Kreisverkehre. Planen wir das gleich mit denen. So, da kommt natürlich. Fahretoft. Okay, das passt ja sogar einigermaßen. Okay. Gut. In Fahretoft sollen die Leute auch mal den Suburban European Dingensbummens einhalten.
unten mal so ein bisschen die dichten Wohngebiete machen und hier dann weiterhin die undichten, hätte ich beinahe gesagt. Dann machen wir das hier zum Tourismusgebiet. Dann kommt hier unsere erste Reihe Hotels und so hin. Hier eine Straße zum Strand. So, und dann können wir hier nämlich unsere lustigen Fischerei-Piers und den ganzen Quatsch ranbauen. Und ich glaube, wir haben sogar noch ein, genau, ein Schifferei, ein Bootsmuseum oder so. Ah, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Hier passt das, aber das können wir mal noch. Ja, geht doch. Geht doch. So. Hier bauen wir mal eine Straße längs. Im Nachhinein, das ist, glaube ich, funktioniert einfacher. So. Haben wir aus den... Ja, hier haben wir auch noch so Fischereipier oder sowas. Können wir hier auch noch mit ranbauen. Nicht, dass es heißt, die Leute hier kriegen zu wenig geboten in Faretoft. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier eine Straße... Zack, okay, eine. Fast nicht. So, zack. Das ist... Das ist ein Badedeich. Heideblick ist ein cooler Name, es ist aber der Heidering, weil der geht einmal rum. So. Und Richard Wagner Straße passt nicht so richtig, das ist der Gustav Aschenbach. Stieg. Geht beides, ne? Nicht eh Gustav Aschenbach. So, ja, machen wir das mal so. Ja. So, und dann brauchen wir hier natürlich noch unser... Was Gebiet soll das hier sein? So, machen wir mal... noch hier so eine kleine Fußwegstraße. Hier auch. Oh, geht nicht. Zu steil oder was ist das? Nee, geht. So. Können wir hier Windkraftwerke bauen, ist die Frage. Ja, können wir.
Und zwar hier zum Beispiel auf der Insel. Okay. Und die hier können wir auch mal ans Stromnetz anschließen. Irgendwie. So zum Beispiel. Vielleicht sehen wir dann hier Leute noch einziehen. Das wäre prima. Ich weiß gar nicht, ob die Wasser brauchen, aber nur zur Sicherheit. So. Okay. Fangen wir hier mal gleich mit einer Polizei an. Ja. Und den Schulen jeweils wieder. Und nach Feuerwehr. Und Altersheim. Können wir vielleicht hier ranbauen, so. Kinderklinik. Und eine Arztpraxis hier. So. Genau, und dann brauchen wir noch unseren Park. Machen wir mal hier hin, zack. Und hier machen wir einen Eingang. Und hier, so. So, also das ist der Naturpark. Park Wattenschloss. Wattenburg ist besser, Wattenburg. Nach einem Schloss sieht das nicht wirklich aus hier. So. Gut, dann brauchen wir hier noch ein paar. Genau, zum Beispiel hier. Die können wir hier auch hinbauen. So.
Ja. Sind jetzt schon wieder. Unglaublich, jetzt geht's gut. So, und da könnten wir eigentlich hier direkt bei den Angelstätten könnten wir auch ein paar Zelte hier reinbauen. Ich weiß nicht, ob eine Jagdhütte hier überhaupt gesteigerten Sinn macht. Aber bauen wir sowas mal hier hin. Und dann hier draußen vorne noch so ein paar größere Campingplätze. So. Das sollte jetzt eigentlich genug sein. So, hier am Lagerfeuer bauen wir noch so ein bisschen Feuerholz hin. Und hier oben, lieber hier so mittig, so ein paar Toiletten. Und hier oben ein Brunnen. So. Dann würde ich fast sagen, haben wir hier alles, was wir hier brauchen. Und können warten, dass hier Leute einziehen. Ich habe zur Wasserleitung verlegt, sie aber nicht ans Netz angeschlossen. Das ist typisch. Ja, hier kommen die ersten Hotels, sehr gut. So. Naja. Das sieht gut aus und hier fehlen noch nicht mal Waren. Ist das nicht schön? Brauchen sogar noch mehr jetzt hier. So. Von dem Gewerbegebiet. Bauen wir mal direkt ans Meer auch welche. Wollen wir hier noch einen Zaun bauen? Das machen wir mal eben noch. Sag mal. So, sehr gut. Guti. Jo, dann würde ich sagen, war es das wieder für heute.
Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cities Skylines Turnable. Und vielleicht liked das Video oder schreibt einen Kommentar oder abonniert diesen Kanal oder macht alles von dem.